Sprengisandur ist die größte Wüste Europas im zentralen Hochland von Island. Sie kann auf der Piste F26 mit einem Allradfahrzeug befahren werden. Vom Hof Gut Miri im Norden bis zum Hochlandzentrum Raunajar im Süden sind es etwa 200 Kilometer. Dazwischen liegen nur die Schutzhütten in Nidalur und Versalir und drei größere, schon fast legendäre Furten. In der Nähe von Miri eine Darstellung unserer Route auf einer großen Tafel. Warnschild für Furten. Ein kurzer Besuch beim Wasserfall, der Aldeyrfoss genannt wird. Weiter führt die Piste vorbei an malerischen Lupinenbeständen. Im Hintergrund der See Isholz Watten. Wir passieren das letzte Schafgatter und sind nun definitiv in der Lavawüste von Sprengisandur. Die Piste windet sich durch Lavabänke, die vom Gletscher flach geschliffen wurden. Auf der Oberfläche, wie kandierte Früchte auf einem Kuchen, liegen kleinere und größere Lavabrocken, die vom Gletscher bei seinem Rückzug zurückgelassen wurden. Auch in dieser kargen Landschaft schaffen es einzelne Pflanzen zu überleben, wie hier die Strandgrasnelke. Bereits haben wir etwa 80 Kilometer auf der Piste zurückgelegt. Die Wolkendecke beginnt sich zu schließen und kräftige Windböen kommen auf. Wir sind jetzt nur noch etwa 10 Kilometer von Nidalur entfernt. Im Hintergrund der Gletscher des Tungnafells Jökuls. Wir ahnen noch nicht, dass uns dieser Gletscher schon bald einiges Kopfzerbrechen bereiten wird. Bei der Annäherung an die erste Furt beim Abzweiger F910 von der F26 kein gutes Zeichen. Hintereinander drei stehende Fahrzeuge und das auf einer wenig befahrenen Straße. Und bald werden es noch weitere Fahrzeuge sein. Ein Augenschein zeigt, braunes, reißendes Gletscherschmelzwasser von etwa 100 Meter Breite versperrt die Durchfahrt. Für uns und die anderen Fahrer ist Umkehren nach halber Wegstrecke keine gute Aussicht. Deshalb wird versucht, gemeinsam zu Fuß seinen Weg durch das schnell fließende Gerinne zu suchen. Schon bald ist klar, dass dieses heimtückische tiefe Stellen aufweist, die von bloßem Auge nicht erkennbar sind. Nach einiger Zeit scheint dann aber doch ein Weg gefunden, von dem angenommen werden kann, dass dieser für die Fahrzeuge passierbar ist. Ein Fahrzeug nach dem anderen setzt sich in Bewegung. Bei der eigenen Durchfahrt ist gut zu wissen, eine Pilotin am Steuer zu haben, die über Furterfahrung verfügt. Offensichtlich war die Erkundung erfolgreich, die Fahrzeuge erreichen das andere Ufer. Leider schafft es dann ein Pechvogel nicht ganz und muss gerettet werden. Auch die Durchfahrt durch die schmalere Furt ist nicht einfach. Hingegen nimmt sich die dritte Furt schon fast bescheiden aus. In der Nähe der drei Furten liegen die Schutzhütten von Nidalur, die hier mit Aufnahmen von einer früheren Fahrt gezeigt werden. Das Rettungsfahrzeug der Ranger lässt bezüglich Ausrüstung keine Wünsche offen. Verlassen darauf sollte man sich aber nicht. Das umso mehr, als das gemietete Fahrzeug nicht gegen Schäden beim Furten versichert ist.
Mit dem Wissen, auf keine weiteren größeren Furten mehr zu stoßen, machen wir uns auf den Weg nach Versalir und schließlich zu unserem Tagesziel Raunajar. Mit einer gewissen Erleichterung fahren wir über die komfortable Brücke bei Versalir. Obwohl wir immer noch 50 Kilometer vor uns haben, sind wir jetzt schon froh, das Sprengisandur-Abenteuer ohne Schaden bestanden zu haben. Unserem mentalen Zustand entsprechend hält auch das Wetter auf. Wir fahren entlang einiger Stauseen, die zur isländischen Stromproduktion eingesetzt werden. Bei der Ankunft in Raunajar wird dann der direkte Weg zur Zapfsäule gesucht, um das Fahrzeug für die neuen Taten am nächsten Tag bereit zu machen.